zur Vorweihnachtszeit präsentiert sich die deutsche Hauptstadt besonders festlich. Überall glänzt und glitzert es, wie hier am Brandenburger Tor. Auf der Straße unter den Linden und auf dem Kurfürstendamm. Eine Shoppingtour über die weihnachtlich beleuchteten Boulevards gehört zum Pflichtprogramm im Advent für Besucher und auch die meisten Berliner. Die erste Adresse für Weihnachtseinkäufe ist in Berlin das Kaufhaus des Westens, kurz KDW, das wohl bekannteste Warenhaus Deutschlands. Schon die Fassade mit den weihnachtlich dekorierten Schaufenstern zieht die Menschen an. 2016 spielen fleißige Wichtel die Hauptrolle in den Auslagen. Sie helfen in der Weihnachtsmanufaktur des KDW bei den Vorbereitungen für das Fest. Es gehört zur Tradition des Kaufhauses, jedes Jahr zur Vorweihnachtszeit die Schaufenster aufwendig in Szene zu setzen. Mit mehr als 60.000 Quadratmetern Verkaufsfläche ist das KDW eines der größten Kaufhäuser in Europa. Bis zu 180.000 Kunden kommen täglich, davon sind etwa 40% Touristen, alle auf der Suche nach Geschenken und Weihnachtsdekoration. Und wie jedes Jahr mittendrin der Weihnachtsmann. Bis Heiligabend residiert er hier. Ein Erinnerungsfoto mit ihm gehört für viele zu einem Weihnachtsbummel dazu. Das KDW hat ja eine uralte Tradition. Das ist ja über 100 Jahre alt. Ich bin zwar 800 alt, ich habe gesehen, wie das aufgebaut wurde. Aber das ist eine andere Geschichte, die gehört jetzt nicht hierher. Bei den vielen internationalen Besuchern hat der KDW-Weihnachtsmann mittlerweile Fans auf der ganzen Welt. Der Besuch einer Märchenaufführung ist in Deutschland für viele Familien ein fester Bestandteil der Vorweihnachtszeit. Mitten in Berlin werden in zwei rustikalen Holzhütten Märchen der Brüder Grimm aufgeführt. Jeden Tag gibt es bis zu 5 verschiedene Vorstellungen. 2005 hatten Produzent Christian Schulz und seine Theatergruppe die Idee dazu. Wir haben die Märchen für Kinder konzipiert und die Erwachsenen sind mit den Kindern hingegangen. Und wir haben gemerkt, je später der Abend, desto mehr Erwachsene, also Kinder in den Erwachsenen im Publikum. Mittlerweile haben wir viele Vorstellungen für Kinder, aber noch sehr viele mehr für Erwachsene. Und klar, in der Vorweihnachtszeit, da ist Märchenzeit, das haben wir nicht erfunden. Auf dem Spielplan stehen weltbekannte Märchen wie Aschenputtel, Schneewittchen oder Hänsel und Gretel. Die Geschichte von den Geschwistern, die von ihren Eltern im Wald ausgesetzt werden und am Haus einer Hexe landen. Der Wind. Das himmlische Kind, ja, genau. Die Märchen werden von den Schauspielern frei interpretiert. Natürlich nimmt die Geschichte von Hänsel und Gretel ein gutes Ende. In den Aufführungen ganz wichtig, das Publikum wird immer mit einbezogen. Ich würde eher meine Kinder fragen. Also mir hat es auch gefallen. Sehr schön. Hat mir gut gefallen. Ebenfalls Tradition in Deutschland, ein Besuch auf einem der Weihnachtsmärkte. In Berlin gibt es mehr als 60 verschiedene. Als einer der schönsten gilt der Weihnachtszauber am Gendarmenmarkt. Jedes Jahr kommen rund 800.000 Besucher aus aller Welt hierher. Fast alle probieren eine original Thüringer Rostbratwurst. Sie wird nach einem mehr als 600 Jahre alten Rezept hergestellt, mit Gewürzen wie Majoran und Kümmel. Eine weitere Spezialität ist der Glühwein. Heißer Rotwein mit Nelken, Zimt und Anis. Mit seinem unverwechselbaren Duft ist Glühwein ein traditioneller Bestandteil der Vorweihnachtszeit in Deutschland. Für viele Leute gehört es zu Weihnachten dazu, auf den Weihnachtsmarkt zu gehen, sich zu freuen, dass die Weihnachtszeit naht. Das Jahr ist vorüber und es genießen viele Leute in einer kleinen Runde mit einer leckeren Tasse Glühwein. Für die Weihnachtsbeleuchtung am Kurfürstendamm ist Berlin berühmt. Noch bis Anfang Januar verwandelt sich der Boulevard jeden Abend in ein 3,5 Kilometer langes Lichtermeer.